Der Ehemann kommt früher nach Hause. Seine Frau liegt nackt im Bett. Er freut sich und will nur noch rasch ins Bad. Dort trifft er einen nackten Mann. Fragt empört: Wer sind Sie denn? Ich bin der Kammerjäger und jage bei Ihnen die Motten. Aber Sie haben gar nichts an. Diese Mistviecher. Hallo, Checker. Das war so Verschwendung. Also ein Witzebuch für Kinder, für Erwachsene. Ja, irgendwie sind das Erwachsene. Also vielleicht ein Witzebuch. So krokete Witze gehen, weißt du? Meinst du vielleicht Kinderwitze? Ich guck eben nach. Ist das jetzt kostenlos? Was ist denn das für eine Verarsche? Ich fühle mich verarscht. Betrogen um mein Geld. So, ich lade mal Google Play. Books, bla. Genau. Ich lese mal den Könntest du mir dann vielleicht eine Anfrage senden wegen Kohle? Ich habe gehört, du hast ein wenig. Also, ich lese mal vor. Krauses Kämpfen. Was? Krauses Kämpfen beim Zelten ständig gegen Mücken. Als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürmchen angeflogen. Bloß weg, sagte Krause. Jetzt suchen die Biester. Schick mir eine Anfrage an Krieg. Also, es unterbrechst du mich auch noch, das finde ich gar nicht okay. Nochmal. Krauses Kämpfen beim Zelten ständig gegen Mücken. Als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürmchen angeflogen. Bloß weg, sagte Krause. Jetzt suchen sie die Biester auch noch mit Taschenlampen. Okay. Alter, das ist so schlecht. An sich war der gut, aber ne. Nie, aber nie mein so. Mein Humor, ne. Mein Teller ist noch ganz feucht, beschwert sich der Reisende im Luxushotel. Sei doch ruhig, flüstert die Frau. Das ist doch schon die Suppe. Danke, danke, danke. Warte, danke. Ich kotz gleich, ich kotz gleich. Ich hab noch danke. Was für dich. Ein Chef stellt fest, unser Betriebsklima ist fabelhaft. Jeder kann ja tun, was ich sage. Oh. Oh Gott, das ist doch grausam. Mach mal Philipp und sowas. Ja, jetzt einfach mal voll. 69 Cent. Nein, ich darf nicht die Hexe wegwerfen. Was werfe ich weg? 12 Holz. Hm, oh geil, Mann. Danke. Ich danke. Ja, hast du noch ein paar Treppen? Oder danke, danke. Holz? Müsste ich gucken, warte mal. Regenbogen. Baby hat auch wieder so einen Regenbogen im Arsch. Normal, ne? Bei mir halt. Läuft bei dir. Hier noch Holz. Alter, es gibt auf Facebook so einen, der heißt, wie heißt der, Besenkopf oder so, keine Ahnung. Oh Gott, nicht dieses Thema. Der ist richtig. Alter. Der war aber so der eine. Ist richtig? Der war aber so eine RTL2-Sendung dabei. Und da stand das Untertitel, ja, hat Angst um seine Haare. Alter, das ist so behindert. Das sieht die Form im Internet mittlerweile, ne? Ja, auf RTL 2 Now. Alter, ich könnte... So. Wolle. Habe ich eigentlich 3 Wolle? Ich hoffe es. Wieso? Für Bett? Für Bett? Ja. Schwerlan, für Bett. Solan, Alter, nee. Mach mal TP. Wer? Du. Wieso? Holz? Goldschwert. Ein Goldschwert? Was soll ich mit einem Goldschwert? Mach TP. Okay, ja. Ich hoffe. So, Du willst mal Holz, keine Wolle. Ne? Ja, ich will Holz. Da. Du willst mehr Holz, oder? Ja. Da. Sterben, geh dich erschießen. Hier hast du mehr Holz. Das ist aber nett. Du hast jetzt mein komplettes Eichenholz bekommen, ja? Ja, okay. Das reicht aber gerade mal so. Gerade mal so. Ja, guck doch mal an, was ich dem Dach noch alles machen muss. Ich hab dir jetzt keine Ahnung, wie viele Stacks Eichenholz gegeben, ne? Ein Stack. Ein Stack. Ja, jetzt gerade, aber vorhin habe ich dir auch schon 2 oder 3 gegeben. Ja, uns. Bist halt ein nettes Mensch. Nettes Mensch, ja, sure. Warum? Jetzt passt das Mensch auch. Früher war ich ein Ungeheuer. Nein! Ich hätte gerade fast das Holz verschwendet. Okay, darauf jetzt bestimmt um die 70 schlechte Witze ein, aber ich lasse es einfach mal. Ja, lass es bitte, okay? Ja, ich lasse es. Nein. Soll ich auch mal ganz schlechte Witze vorlesen? Ja, mach doch.
gucken, ob ich die App noch aufnehme. Eher nicht. Hab. Halt die Klappe. Snacken ausgeschlossen. Hab Schluss gemacht. Einzel zu tun gewiss. Mit den Bitches. Gewiss. Aber ich hab ja, ich hab ja Internet. Na, ich habe ja kein Internet heutzutage, echt, wa? Ich hab im Moment kein Internet, hab kein Netz, darum könnt ihr mit mir reden. Ja, genau. Normal. So dämlich, ich war mal in Skype mit einer Konfi und dann fragt einer, habt ihr endlich alle Internet? Das sind halt schlaue Leute, Luca. Ja, genauso Leute. Schlau wie wir vorhin. Die haben ihr Abi bestimmt schon mit 5 Jahren gemacht, weil die so schlau sind. Ich hab mein Abi mit eines Tages Jahren. Vielleicht. Was ist, Jan? Ich hab mein Abi mit 5. Ja, gewiss. Gewiss. Wenn die jetzt gewiss sagt, dann lache ich. Nein, einfach nein. Nein, einfach nein. Nein, einfach nein. Alter, ist die eselig. Luca, wie lange nehmen wir jetzt mittlerweile schon auf? Also, 37 Minuten. Okay. Dann nehme ich 45 auf. Wolltest du denn jetzt einen Witz hören, oder? Ja, wir wollen alle Witze hören. Wir wollen sehr schlechte Witze hören. Oh Gott, nein. Ich weiß nicht, ob ihr den schlecht findet oder so. Ich lese ihn einfach mal vor, okay? Alles klar. Machst du sowieso. Also du lagst übelst. Du lagst. Right. Er laggt, oder? Moment. Er laggt, ja. Junge, du laggst. Oh, ist jetzt besser? Ja, es ist besser. Ein wenig. Bei mir ist kann richtig. Kann ich vorlesen oder laggt's noch zu Nein, viel? Kannst vorlesen. Der Ehemann kommt früher nach Hause. Seine Frau liegt nackt im Bett. Er freut sich und will nur noch rasch ins Bad. Dort trifft er einen nackten Mann. Fragt empört. Wer sind Sie denn? Ich bin der Kammerjäger und jage bei Ihnen die Motten. Aber sie haben gar nichts an. Diese Mistviecher. Okay, den fandet ihr jetzt wohl so doof, dass ihr nicht lachen wolltet. Vielleicht kennt ihr einfach bloß keine Motten. Nee, ich check den schon. Der war so witzig. Luca, du rätselst noch, was Motten sind, ne? Der war so witzig. Der war so übel, war der. Mach mal noch einen, vielleicht lachen wir ja noch. Warte. Okay, der ist uralt auf der Wiese. Scharf zum Rasenmäher. Mäh. Ach nee. Sagt der Rasenmäher. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Keinesfalls. Weißt du warum? Manche Miesmuschel hat immer recht. Nein. Nein, einfach nur nein. Okay, der ist lustig. Die Eltern finden im Schlafzimmer ihres Sohnes ein Sadomaso-Heft. Oh. Was sollen wir jetzt tun? Fragt sie ihren Mann. Ich glaube, es wäre besser, ihn nicht zu schlagen. Ah. Luca, du lachst jetzt bloß nicht, weil es dir schon selber passiert ist. Also, jo, die Witze, ne, die hab ich nicht ausgesucht. Die Bild hat zu so einer hundertprozentigen Grins... Dingser, Bumser, Wahrscheinlichkeit... ...geben. Dann lese ich jetzt einfach mal so... Ich scroll jetzt ein bisschen hoch und runter und dann sagt die einmal Stopp. 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 Ein junger Mann kommt in die Apotheke. Ich brauche das beste Kondom, das sie haben. Ich bin heute Abend mit meiner Freundin bei ihren Eltern. Ich glaube, danach geht's was. Der Apotheker verkauft ihm ein Premium-Kondom. Kurz danach kommt der junge Mann wieder und sagt, geben Sie mir lieber noch eins. Ihre Mutter soll auch heiß sein. Vielleicht habe ich einen Lauf und kann beide klar machen. Am Abend sitzt der Casanova bei seiner Freundin, tief gebeugt über seiner Suppe, hält sich die Hand vors Gesicht, seiner Freundin flüstert, wenn ich gewusst hätte, dass du keine Fischmanieren hast, hätte ich dich nicht zu meinen Eltern genommen. Darauf der Freund,
Wenn ich gewusst hätte, dass dein Vater Apotheker ist, wäre ich gar nicht gekommen. Alter, der war mies. Okay. Der war richtig mies irgendwie. Ja, irgendwie war der auch. Okay. Oh. Er hat diesen Witz mit einer Warnung. Diese Witze erst ab 18. Na klar. Oh. Verzeiht, Alter. Steffi kauft sich eine Perücke, schminkt sich und geht abends ihren Mann entgegen. An einer Ecke positioniert sie... Was? Postiert. Ah, postiert sie. Ja, ich hab nicht so mit Lese, ich bin Leserechtschreibschwäche. Und als er vorbeikommt, flirtet sie. Na Süßer, wie wäre es denn mit uns? Da schaut er nur kurz und mosert. Hau bloß ab! Alte Schnalle, du erinnerst mich viel zu sehr an meine Alte. War jetzt nicht so versaut. Nee, nicht wirklich. Ab 18, aha. Wahrscheinlich, weil die 18-Jährigen davon nicht sterben, an Krebs oder so. Der war echt so schlimm, also. Boah, Alter, ey. War so mies. Und das sind Witze aus der Bild, ne? Das tut so weh. Damit ihr mal Bild bildet. Nicht. Richtig. Ist richtig. Ich meine, jetzt verstehe ich auch, was sagt schlecht die sind. Ehefrau eines Feuerwehrmanns beim Sex? Mehr Schlauch! Okay, mittlerweile ist das Niveau mal wirklich so weit unten. Welches Niveau? Wir sogar Manuel Malte grüßen können. Welches Niveau? Hallo Brokinsams HIV. Nee, das tue ich mir nicht an. So tief bin ich noch nicht. Okay, ich habe hier einen bösen Witz. Der ist ganz kurz. Ein Blutsauger mit zwei Buchstaben. OB. Ah, mein Kopf. Okay, ich hör auf. Das war so. War der auch bei dem mit 18 oder nicht? Noch ein 18er? Ja, war der bei 18 mit drin oder nicht? Nee, der war aber böse Witze. Böse Witze. Der war voll böse einfach, ne? Der war mega böse, Alter. OB, Alter. Er zu ihr, wäre schön, kann, wenn du ein bisschen geil wärst. Sie zu ihm, wäre geil, wenn du mal ein bisschen schön wärst. Oh nee. Oh, oh mies. Alter. Wieso ist der ab 18 nicht? Weil da geil drin steht. Geil. Oh. Oh jo. Ah ja, geil gesagt. Was voll böse. Okay, der hier ist wirklich echt widerlich, geil, blöd und dumm. Magst du bestimmt zensieren. Blondinen beim Golfspielen. Gestern habe ich mich zwischen dem ersten und dem zweiten Loch verletzt. Oh Gott, da halten doch Pflaster so schlecht. Also ich sitze hier gerade mit offenem Mund und staune über diese Dummheit. Luca, warum hast du keine Facecam? In solchen Videos macht Facecam dann mal Sinn. Das wollt ihr euch gar nicht ansehen. Fragt doch Tobi, warum er keine Webcam hat. Ich bin gerade in einem stockfinsteren Raum. Na Tobi, warum hast du keine Webcam? Meine Tastatur beleuchtet ist. Warum hast du keine Facecam, hä? Ja, keine Ahnung. Irgendwann später mal. Irgendwann, vielleicht. Also, warte. Magische Miesmuschel. Werde ich irgendwann mal Facecam machen? Vom Handy erst anschalten. Mir egal. Ja, Jan, hast du noch mal schon Eichenholz? Also Leute, ich kann euch sagen, ich werde irgendwann Facecam machen, sobald ich eine vernünftige Cam dafür habe. Jan, hast du noch Eichenholz? Ich habe vorhin gesagt, ich habe dir mein komplettes Eichenholz gegeben. Wie viel hast du welches gefarmt? Alter, ich saß vor deinem Haus und hab Witze vorgelesen. Ich hab best gefunden, ein bisschen. Willst mich ausnutzen? Na klar, guck das Dach an und weißt du warum. Denn noch? Noch ein Witz! Oh nee. Die Wohle soll kein Dienst werden. Steck ungefähr, ne? Nö, ich hab schon. Das sieht irgendwie episch aus. Ich kann wirklich mal eben. Nee, ist okay. Warte, wer ist denn online? Das kläre ich mal. Was?
Luca, ich fahre gerade kurz, ne? Ich brauche nicht, ich hab schon. Hast schon? Ja. Nein! Ich hab ein paar, das reicht erstmal, glaube ich. Welches wüsste, wie ich das baue? Na, mal so. Du hast einen schönen Namen. Du wolltest jetzt noch einen schlechten Witz hören. Ja. Ich suche mal kurz und durch. Oh.